So, jetzt sind wir ungefähr auf den Stand, den wir vorhin hatten. Ich sehe nach, was das war. Na, dann komm auch. Ja, was ist, Junge? Kommst du jetzt so? Was war das? Ist noch was? Ach, der ist ja wieder taubstumm da hinten. Irgendwann kommt der rüber. In der Zeit gucke ich schon mal. Da kommt einer, der mich gleich sehen wird. Na, der geht dahin. Ah, jetzt. Wer pfeift da? Also, es sind noch 1, 2, 3, der Anführer, 4, 4 und der Anführer müssten noch drin sein. Ich hoffe, da kommen jetzt nicht wieder noch mehr von denen, die ich jetzt nicht auf dem Schirm habe. Das war doch ein Mensch. Ich seh mal nach. Ja, es war ein Mensch. Wenn ich jetzt wüsste, dass der sich nicht genau in dem Moment umdreht, wenn ich da hingehe, ne? Wobei ich da nicht drüber gehen kann, glaube ich. Schritte fallen ja auch gar nicht auf. Hab ich dem jetzt eben zwischen die Beine gehauen? Ich muss die blauen Vorratskisten mit der weißen Eule zerstören. Ein einzelner Brandpfeil sollte reichen.
Ich weiß aber gar nicht, wie ich Brandpfeile machen kann. Oder ob ich welche habe. Ach du Trottel, du sitzt auch auf deinen Ohren, oder? Vielleicht nur ein Vogel, aber ich sehe mal nach. Zu spät. So, das Problem ist, dass ich jetzt nicht mehr allzu lange Zeit habe, bevor ich weg muss. Das heißt, ich muss hier mal ein bisschen anziehen. Und hoffen, dass es jetzt nicht wieder noch einen Crash gibt hier von Origin, weil sonst habe ich ein Problem. So, die blauen, was hat sie gesagt? Da hinten müssen wir auf jeden Fall hoch. Genau, schmeiß deinen Kameraden weg. Komm her. Komm, Pussy. Komm. Will mich jemand verschaukeln oder was? Ja. Wenn du nicht reagierst, ja. Das geht mir ganz schön auf die Nerven. So, vorsichtshalber schicken wir unseren guten Freund nochmal eben hier rum. Also, da ist nochmal der Anführer. Aber sonst sehe ich jetzt keinen mehr. Okay. Ich hoffe, das bleibt dann auch so. Ist da jemand? Nö. Das sind nur die Schweine. Wuhu! Eine Armee für sich. Ich habe es abgeschlossen. Yeah, Stufenaufstieg. Das heißt dann wohl, denke ich mal, dass es hier keinen Gegner mehr gibt. Dann werde ich hier noch die Schätze eben plündern. Und da war noch auch irgendwo noch gefangen, ne? Ich brenne es nicht mehr durch. Scheiße! Scheiße. Oh, aus, verdammte Flammen! Nein, nein! Feuer! Mist! Oh, was war das gerade? Hilfe! Ich wollte nur rausgehen! Aber ich habe das schon mal gehabt. Da war ich auch so doof. Aber sind es hier noch irgendetwas? Nein, ne? Also wir sollen eigentlich noch die Nahrungsvorräte irgendwie zerstören. Weil da oben ist noch ein Schatz, den wir plündern müssen. Okay, hier nicht. Aber ich glaube, hier links von mir müssten eigentlich auch die Leute sein, die ja noch gefangen waren. Genau, hier. Geht zur Seite. Ach, die hätten mir geholfen wahrscheinlich. Oh, ich bin aber auch so blöd. Okay. Genau, die andere Tür geht mal direkt mit auf.
So, Leute. Ich habe doch schon... Ich wollte gerade sagen, ich habe doch 5 befreit. So, da müssen wir jetzt noch die Kriegsvorräte verbrennen. Das ist das auf der Seite. Ihr könnt hier ruhig aufrecht rumlaufen, weil es ist eh keiner mehr da. Oh, Entschuldigung. Ist da auch was drin? Da ist auch was drin. Okay. So, sie hat gesagt, ein einzelner Brandpfeil sollte genügen. Das Problem ist, wo bekomme ich Brandpfeile her? Beziehungsweise habe ich Brandpfeile. Inventar. Hä? Ach, visuelles... Och, lass mich doch damit in Ruhe. Ich will jetzt eigentlich die Pfeile wissen. So, Pfeile. Ach so, ja, die... Moment, normaler Pfeil. Ja, und wie kriege ich jetzt Brandpfeile? Ich guck mal eben Fähigkeiten. Muss ich das freischalten? Ich glaube nicht, oder? Verwüsteschuss. Nicht, dass ich wüsste. Okay. Das ist jetzt natürlich doof. Zumal ich jetzt... Moment. Diesmal will ich da aber nicht reinlaufen. Hat der mich jetzt gerade erschreckt? Kann man das denn irgendwie einfach so... Nee, kann man nicht. Okay. Ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich Brandpfeile herstellen kann. Ich gehe jetzt mal raus erstmal und speichere mal ab. Und wenn ich das dann rausgefunden haben sollte, wie ich Brandpfeile herstellen kann... Ups. Bin auf der falschen Seite rausgegangen, fällt mir gerade auf. Wie ich Brandpfeile herstellen kann, dann gehe ich auf jeden Fall nochmal rein. Aber ich muss jetzt leider einen kleinen Cut machen, weil ich nämlich jetzt los muss. Wir sehen uns dann. Und da sind wir wieder, ihr Lieben. Wir haben ja beim letzten Mal in dem Lager hinter uns ziemlich rumgewütet. Jetzt sollte auch niemand Neues hier wieder gespawnt sein. So, hier sieht man es auch nochmal. Wir haben soweit alles erledigt. Nur die Sache mit den Kriegsvorräten konnten wir ja nicht machen. Jetzt habe ich aber mal ein bisschen im Internet recherchiert und habe festgestellt, dass man, man wird es nicht glauben, erst die Betäubungspfeile... Fähigkeiten muss ich hin. Erst die Betäubungspfeile skillen muss. Das heißt... Hier, vor... Aha, ich habe sogar 2 Punkte. Das ist gut. Das heißt, ich werde die jetzt erstmal erwerben. Ja. Und die nächste Verbesserung sind dann nicht nur die Betäubung, sondern auch die Brand- und Giftpfeile. Das machen wir jetzt auch nochmal. Und dann schauen wir mal im Inventar nach. Pfeile, Pfeile. Betäubungspfeile und Giftpfeile interessieren mich eh nicht. Oh, die braucht sogar 3 von den Zeug. Okay. Machen wir mal maximal herstellen. So. So. Warum der jetzt nicht nochmal neu hergestellt worden ist, weiß ich jetzt nicht, weil das eigentlich eingestellt ist, dass er automatisch herstellt. Ach so, die kann man einzeln einstellen. Ah, das ist natürlich cool. Wobei... Ich kann es nur bei den normalen Pfeilen machen, bei den anderen kann ich es nicht auf automatisch stellen. Naja, gut, okay. Aber wir haben jetzt unsere Brandpfeile und da bin ich jetzt sehr happy drüber. Aber ich weiß jetzt noch nicht, muss ich das hier im Menü umstellen? Naja, kann ich den aber auch nicht aussuchen. Jetzt hoffe ich, dass ich das irgendwie rausfinde, wie ich diese Brandpfeile auch benutzen kann. Ich gehe jetzt erst nochmal da hoch. Weil das Problem war ja, ich konnte nicht... Ich will lieber nicht sehen. Naja, das ist relativ egal, weil wir haben ja eh schon alle getötet. Also
Cassandra, das ist egal. Oh. Moment. Sind die jetzt alle nochmal neu aufgeladen? Da gucken wir doch hier hinten auch nochmal nach. Ja, also zumindest ein paar von den Sachen sind wieder neu aufgeladen. Das ist wohl random. Das ist cool. Die, die da unten rumlaufen, sind, glaube ich, die, die ich befreit habe. Hoffe ich zumindest. Dass sie mich jetzt hier nicht angreifen werden. So. Ich wollte gerade sagen, da habe ich doch gerade noch irgendwo einen Punkt gesehen. Jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt schieße, kann ich aber meine Pfeile... Ah! Nee. Das sind 7 von 20. Doch, ah, ich kann die mit den Pfeiltasten rechts, links umschalten. Das ist klasse, okay. Gut, das muss man ja erstmal wissen. Du brauchst ja nicht dran springen, du sollst nur runter. So, dann können wir jetzt einen Pfeil nehmen und darauf schießen. Ich denke mal nicht darauf, so. Ah, sehr schön. Okay, dann kommen wir hier nämlich auch endlich nochmal weiter. Das ist oben. Ich will nicht so oft das... Hey, Kind, das hier war's noch. Hä? Was ist denn jetzt los? Hallo? Sag mal, bist du denn doof? Du sollst nur da oben drauf schießen. Du sollst hier alles in Brand stecken. Mann, 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 Mann. So, wo haben wir denn noch so ein Ziel? Hä, ist das jetzt plötzlich ein Gegner oder was? Jetzt bin ich doch etwas verwirrt. Weil hier waren nämlich keine Gegner mehr da. So, aber wo haben wir jetzt noch einen Punkt? Wir müssen doch zwei Stück noch zerstören. Nein, stopp. Wo sind denn die ganzen Vorräte jetzt hin hier? Leichte Soldaten, das sind doch die, die ich da befreit habe, oder nicht? Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Aber ich finde hier nirgendwo noch Vorräte, die ich noch, niederbrennen kann. Ich meine, eigentlich hier unten wäre irgendwas gewesen noch. Vorne ist noch was zum Einsammeln. Das hier? Hallo? Nimmst du das jetzt?
Aber ich verstehe jetzt wirklich nicht. Ich guck mal eben auf der Karte nach. Eine schwere Zeit für die Familie. Oder soll ich jetzt hier keine mehr machen, sondern jetzt woanders oder wie? Ne, das sind ja andere Sachen. Ich muss noch zwei Vorräte kaputt machen. Und ich meine, ich hätte auch alle vier in diesem Dorf gehabt. Es muss ja eigentlich auch hier sein, weil ich laufe ja durch dieses Dorf durch und hier ist diese Aufgabe. Das ist jetzt aber echt doof. Was war das? Sind hier irgendwelche Vorräte noch drin? Nee, das habe ich ja, glaube ich, abgefackelt hier, oder? Ich weiß es nicht. Kletter mal da hoch. Tja. Also, ich würde normalerweise sagen, dass wir das später nochmal nachgucken. Weil es bringt natürlich nichts, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit rumlaufe, aber die Vorräte nicht finde, die ich kaputt machen soll. Jetzt bin ich so happy gewesen, dass ich jetzt endlich mal die Pfeile herstellen kann, beziehungsweise die Pfeile auch benutzen kann. Aber ja, mir werden einfach nicht mehr... Wir werden einfach nicht mehr die Ziele hier angezeigt. Die Vorräte, die verbrannt werden müssen. Man... Eine Scheune zeigte mir was an, aber... Nee, das ist... Irgendwas will er, glaube ich, fixieren, aber die Vorräte zeigt er mir nicht an. Moment. Ah, da ist ein Vorrat. Das ist so ein schwarzer Vorrat. Mal schauen. Ah, da. Nee, das ist außerhalb, hä? Moment, was ist das? Steht nicht drin. Oder gehört das da draußen auch noch dazu? Ja, müsste ja eigentlich. Gut, dann werden wir jetzt da erstmal hingehen. So, das. Und das andere war jetzt außerhalb da hinten. Ich wünschte, ich hätte das Fell behalten. Es war so groß, es hätte uns beide gewärmt. So. Wobei... nee, hier sind auch keine Bewacher. Oh doch, da sind doch Bewacher. Okay.
jetzt habe ich es geschafft. Sehr schön. Okay, dann... Ja? Wieso stand da jetzt gerade 3 von 4? Moment. Da stand aber gerade, dass die Quest abgeschlossen ist. Gut. Das ist wahrscheinlich die Max-Level oder so, das 16er. Ja, dann gehört das wahrscheinlich doch nicht mehr dazu. Verstehe ich nicht. Hm. Also ich schaue jetzt noch ein letztes Mal. Oh, was war das denn gerade? Ich schaue jetzt noch ein letztes Mal mit meinem Adler hier durch. Mit Icarus. Aber ich habe hier eben schon überall geguckt. Der hat ja nichts gefunden. Ach, die Schweinevisite auch an. Okay. Moment. Doch, da ist noch was. Okay. Dann gehen wir da nochmal eben hin. Mystisch ernährt sich das Eichhörnchen. Oder in dem Fall die Gameplayerin. Nee, links was. Was? Warum sind die jetzt hinter mir her? Hallo? Aber ich habe die Aufgabe beendet. Wieso sind die dann hinter mir her? Naja gut, im Endeffekt denken die jetzt, das sind deren Vorräte wahrscheinlich. Egal. Ich habe die Quest auf jeden Fall beendet. Und bin scheinbar jetzt auch nicht mehr deren Freundin, so wie es aussieht. Quatsch. Ich kann... Ernsthaft? Ich kann vom Wasser aus Pfeile... Okay. Ich habe immer gedacht, dass man das alles im Wasser nicht machen kann, aber okay. So, jetzt schalten wir aber erstmal wieder auf normale Pfeile um. Damit ich da jetzt nicht meine Brandpfeile alle verballere.